Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Tomb Raider. Diese Woche sind wir leider wieder alleine, aber dafür starten wir damit, dass wir da hinten, da sieht man es schon, das Wrack der Endurance aussuchen werden, um, ich glaube, Alex hieß er, zu retten, von dem ich immer noch keine Ahnung habe, wer das eigentlich ist. Und ich habe mir nochmal erklären lassen, wo dieses eine Grabmal ist, was wir verpasst haben. Und ich werde bei Gelegenheit dann eventuell schon in der heutigen Aufnahme mal ein Reiselager benutzen und dahin zurückkehren. Vielleicht warte ich auch noch, bis wir wieder zurück am Strand sind. Wahrscheinlich kriegen wir vorher sowieso kein Reiselager mehr. Ich denke, das wäre ein guter Moment, um dann mal so eine kurze Pause zu machen und die restlichen Grabmäler einzusammeln. So, nebenbei haue ich hier schon mal den Seilpfeil rein und dann geht's munter weiter. Ich glaube, so furchtbar lange kann dieses Spiel jetzt auch gar nicht mehr gehen. Wir spielen ja schon über 10 Stunden. Oder knappe 10 Stunden, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall. Und ich vermute mal, dass im Kloster dann auch das Finale stattfinden wird. Und wir arbeiten ja gerade daran, dass wir dann ins Kloster kommen. Und das sah irgendwie Feinde. Ich sehe Feinde. Aua. Schön vorsichtig. Und leise müssen wir sein jetzt. Zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Da ist einer. Tatsächlich sind da sogar zwei. Und hier vorne links steht auch noch einer. Der sieht ja böse aus. Aus dem Weg. Ich mach das. Der wird mir im Überlebensinstinkt nicht mal angezeigt. Was ist das? Heilige Scheiße, was ist das für ein Kerl? Hey, ist da auch jemand? Hier bin ich, Heilen, Reckling. Ah, er kommt näher. Stirb! Ha! Oh, jetzt! War das jemand, den wir kannten? Und vor allem sollte das ein Boss sein? Steigklemmenantrieb. Das klingt interessant. Benutzen Sie das Seil. Benutzen Sie das Seilaufstiegswerkzeug, um mit Seil umwickelte schwere Objekte heranzuziehen. Ah, das ist bestimmt die Ausrüstung, die wir brauchen, um in dieses eine Grabmal am Strand reinzukommen. Das heißt, mit etwas Glück werden wir in dieser Aufnahmesession die restlichen Gräber aufsuchen können. Ich kann keine Munition einsammeln. Mit Schalldämpfer, okay. Wo ist denn dieses Seil-Ding? Wie benutze ich das? Mit dem Bogen? Ah ja, mit dem Bogen. Ups.
Und hinab geht es. Finden Sie Alex. Ich rüste mal wieder unsere schallgedämpfte Pistole aus. Bin wieder da. Ja, sehe ich. Also jetzt, das wäre so das richtige Setting für so ein Wassermonster oder so ein tiefes Wesen wie in Call of Cthulhu, sowas in der Art. Aber bestenfalls kriegen wir die Oni-Krieger und die sind im Kloster. Ich erwarte in der Hinsicht nicht mehr wirklich viel von diesem Tomb Raider. Es ist die gleiche Dynamik wie in Uncharted. Für 90% des Spiels kämpfst du gegen normale menschliche Gegner mit Schusswaffen. Und dann zum Schluss kommt noch ein übernatürlicher Gegnertyp hinzu. Also übernatürlich in Anführungszeichen. Die waren ja nicht wirklich alle übernatürlich. Aber bringt halt nochmal eine neue Dynamik ins Spiel dann. Aber immer erst zum Ende hin. Und das macht Tomb Raider genauso. Und die Parallelen zu Uncharted, die häufen sich wirklich. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ich find's ein bisschen schade. Weil Tomb Raider ist nicht Uncharted. Tomb Raider ist Tomb Raider. Man hätte mehr draus machen können. Es ist so viel passiert. Ja. Wenn du das sagst, Mädchen. Gibt bestimmt Sachen einzusammeln hier. Oh. Zum Beispiel direkt hier. Angeblich ist direkt hier ein Dokument. Ach, hier. Oder? Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Film als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Yay! An dieses Abenteuer wird sich keiner von uns erinnern können, sagt die gute Lara da. So, jetzt haben wir 6 der 7 Dokumente der Crew der Endurance gefunden. 4 von Sam, Alex, Jonah und 1 liegt in der Barackenstadt. Wo wir übrigens sowieso nochmal hin müssen, weil da eines der verpassten Gräber drin ist. Bei der Gelegenheit können wir uns dieses Dokument dann noch holen. Das trifft sich ganz gut. Ich muss mich nur dran erinnern dann, wenn es soweit ist. Oh. Das Schiff beginnt zu sinken, gefällt mir nicht. Oh oh. Dann eben anders. Also wozu habe ich denn diesen tödlichen Ausweichskill, wenn der nicht funktioniert? So, jetzt schießen sie bestimmt wieder auf mich. Wieso hast du den Bogen ausgerüstet? So. Das war etwas aufsehenerregender, als ich gehofft hatte. Auch dann zum Schluss mit dem Feuerpfeil. So, wo ist denn der nächste? Wahrscheinlich hier unter uns. Der hat ja mit irgendwem geredet. Da. Ach, der Feuerpfeil war gar nicht von uns. Ich dachte schon, er hat jetzt extra mit so einem Napalmpfeil nochmal auf ihn eingestochen. Wäre natürlich ein geiles Finish gewesen, so à la Mortal Kombat. Ist das was, was man nutzen kann? Nein. Ist mir nur so aufgefallen.
So, und weiter hinab. Erstmal plündern. Und eine Waffenmodifikation verfügbar. Oh, das Schiff, das hat schon so ein bisschen Seitenlage hier. Ich bin ja echt gespannt, wer Alex ist. Ich habe da echt kein Gesicht vor Augen im Moment. Ich meine, diese anderen drei da, die am Strand auf uns gewartet haben. Ja, das schon. Und Whitman habe ich inzwischen auch ein Gesicht vor Augen. Ich weiß inzwischen auch, wer Reyes ist. Und der große Dicke ist Jonah. Das habe ich mir inzwischen auch gemerkt. Wer ist Alex? Ich habe Alex bestimmt schon mal gesehen. Alex war bestimmt mit in dem Käfig, als wir die Leute gerettet haben. Aber ganz ehrlich... Boah. So. Oh, das ist ja ein... Alex, bist du hier drin? Ich hasse ja solche Abschnitte. Da habe ich ständig Angst, dass da irgendwas unter dem Wasser ist. Alex, bist du das? Lara, heilige Scheiße, was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Das sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert, aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Halte noch aus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich hol dich da raus. Ach ja. Die gute alte Zeit. Habt ihr Prison Break geguckt? Ich fand das damals richtig klasse. Am Anfang war ich ja nicht so überzeugt davon, aber nachdem ich es dann wirklich mal geguckt habe. Also ich kann es euch nur empfehlen. Eine richtig gute Serie. So, mit dem Frachthaken. Heißt das wieder... Bogen? Lara, der Haken ist doch an einer Schiene. Vielleicht kannst du damit die Kabel bewegen, die die Tür blockieren. So, komm her, du... Klum. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Na, zum Beispiel hier. Uah. Was? Sollte das so sein? Okay, nochmal. Die Schiene ist blockiert. Da müssen wir rauf. Oh, nochmal. So, da müssen wir rauf. Was denn? So, wie kommen wir darauf? Können wir von dieser Seite auch ziehen? Und dann vielleicht darüber. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aha. Ich merke das schon. So, jetzt. Bumm, bumm. Also ich weiß jetzt schon, dass das Ganze wieder in der Chase-Sequence okay. enden wird. Geschafft. Wahrscheinlich... Freiräumen, ja, ja, Die Frage ist, wie kriege ich das Ding da jetzt wieder hin?
Ach so. Ja. Eigentlich ganz einfach. Ich hoffe, dass die es nicht auf Zeit irgendwie. So, jetzt nach hier. Jetzt darüber. So. Und ausgerichtet. Ja. Aber wahrscheinlich wird das wieder so enden wie in Uncharted 3. Oder in Resident Evil 6, wo wir aus dem sinkenden Schiff fliehen müssen, während die Wassermassen hinter uns hinterher tosen. Das würde so zu diesem Spiel passen hier. Ah. Gut, da muss ich dran arbeiten. Scheiße. So, eingehakt. Und Pauz. Komm her, du. Beschaffen Sie Reyes Werkzeug. So. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Ach, der ist das. Oh, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh, Gott. Oh, tut mir leid. Ah. Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Ach, die schon wieder. Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Oh oh. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen zählen auf uns. Jetzt. Mensch, Mädchen, mach. Du kriegst ihn da doch eh nicht raus. Das ist denn der dritte unserer Expedition, der sich verabschiedet hat. Nach Roth und... Wie hieß der andere Typ? Grimm? Wow, ich wusste es doch. Oh, das ist praktisch. Das war weniger spektakulär, als ich erwartet hatte, aber nicht schlecht trotzdem. Und der Bogen spawnt auf ihrem Rücken. Es darf niemand mehr sterben. Na dann, halte ich mal ran. Na, außer Whitman vielleicht.